Herzlich willkommen zum zweiten Tag auf der Vosges 2020 in Freiburg. Wir starten heute mit einem völlig neuen Format, nämlich mit einer Demo-Session. Und in diesem Blog geht es um Fernerkundungsdaten. Satellitenbilder spielen ja immer mehr eine größere Rolle, denn durch das Copernicus-Projekt und den Sentinel-Daten haben wir natürlich jetzt die Möglichkeit, regelmäßig aktuelle Satellitenbilder zu haben. Aber die müssen natürlich auch noch ausgewertet werden. Natürlich gibt es proprietäre Software, mit der man das machen kann, wie zum Beispiel Aeris Imagine oder Envy. Aber es gibt auch im Open-Source-Bereich Möglichkeiten. Eine Möglichkeit stellt uns jetzt Andreas Rabe vor von der Humboldt-Universität. Die haben die Nmap-Box als Plugin für QGIS entwickelt. Und wie man mit der arbeiten kann, präsentiert er uns jetzt in der nächsten Stunde. Ja. Ja, ich glaube, ich habe es geschafft. Vielen Dank für die Einleitung. Wie schon gesagt, mein Name ist Andreas Rabe. Zusammen mit meinen Kollegen Benjamin Jakimo, Fabian Thiel, Sebastian van der Linden entwickeln wir die Nmap-Box. Die Entwicklung findet statt im Rahmen des Environmental Mapping and Analysis Programs. Das ist eine deutsche Hyperspektral-Satellitenmission. Und unsere Aufgabe ist, eine Toolbox zu schaffen, mit der man die Daten dann visualisieren und analysieren kann. Und die Entwicklung geht schon ein paar Jahre und in den letzten 3 Jahren haben wir uns dafür entschieden, auf QGIS umzusteigen. Und das war, wie wir finden, eine sehr gute Entscheidung. Deswegen bin ich dieses Jahr auch auf der Vosges, meine erste Vosges, an der ich teilnehme. Kleiner Überblick, wer Nmap noch nicht kennt, das sind die groben Charakteristika. Das ist ein Hyperspektralsatellit, der nimmt in ungefähr 240 Spektralbändern auf, 30 Meter Auflösung am Boden. Und um ungefähr eine Idee zu haben, die Oberfläche wird sehr fein spektral abgetastet. Das ist also ein Spectral Imaging Satellit. Und ergänzt dann sehr gut die anderen operationellen Satelliten, die wir bereits haben, Landsat, Sentinel, MODIS, ASTA. Und wäre natürlich langweilig, wenn die Nmap-Box nur Nmap-Produkte verarbeiten könnte. Wir unterstützen natürlich alle anderen generischen Rasterformate auch und auch die anderen spektralen Satellitenprodukte, die es auf dem Markt schon gibt. So, es ist bereits im offiziellen QGIS-Plugin verfügbar. Könnt ihr euch nach dem Vortrag gerne mal runterladen und ein bisschen mit rumspielen. Ich würde heute mal einen Überblick geben, erstmal ein paar allgemeine Folien zeigen und dann gehen wir zur Live-Demo über. So, unser Ansatz ist, QGIS dahingehend zu erweitern, dass man nicht nur diesen zentralen Map-Canvas hat, sondern dass, wie man es aus den genannten Softwareprodukten wie Envy und Aeris Imagine gewohnt, für Rasterverarbeitung mehrere räumliche Map-Views parallel auf dem Bildschirm haben kann, diese auch räumlich linken und mit anderen Vektorprodukten und Webmap-Services zusammen explorieren kann, seine Daten. Darüber hinaus, was in QGIS auch noch nicht gibt, ist das Managen und Generieren, Visualisieren von Spektraldatenbanken. Hier wollen wir einen Beitrag schaffen, dass die hyperspektrale und multispektrale Community mehr in QGIS Einzug hält und unterstützen da halt auch Funktionalität. Werde ich nachher auch präsentieren. Ein anderer Fokus, den wir in der Nmap-Box haben, ist Bildverarbeitung und Machine Learning. Also hier ist ein Auszug der Algorithmen, die wir in die QGIS Processing Toolbox mit eingeführt haben. Da finden sich Klassifikation, Clustering-Algorithmen, Transformationen, morphologische und Convolution-Filter und andere Dinge, die man für Bildverarbeitung und Machine Learning sehr gut gebrauchen kann. Mit diesen Algorithmen kann man dann, wie ihr es kennt, in QGIS mit dem Modelbilder Workflows zusammenschalten. Sehr komfortabel in der GUI. Und für einige Workflows, die uns und auch für die Lehre relativ wichtig sind, haben wir auch noch interaktive Applikationen mit Qt zusammengeschaltet,
wo das ein bisschen komfortabler geht und interaktiver ist für den Nutzer. Werde ich nachher auch ein Beispiel zeigen. Okay, dann würde ich mal loslegen. Ich würde sagen, wer Fragen hat, irgendwas nicht versteht, direkt melden oder reinrufen, dann können wir es sofort besprechen. Okay. Wenn ich die NMAP-Box installiert habe, befindet sich hier ein neuer Button in meiner Toolbar. Darüber starte ich die NMAP-Box und wir haben uns explizit entschieden, uns nicht in die Standardoberfläche einzuordnen, weil wir doch relativ viel und relativ komplexe Sachen machen wollen. Und da bietet es sich doch eher an, ein eigenes Hauptfenster für die grafische Oberfläche zu haben. Okay, nachdem man die Box startet, sieht das erstmal relativ kahl aus. Hier kann man neue Datenquellen hinzufügen. Wenn ich mal mit einem Sentinel-Bild anfange. So, habe ich jetzt hier geöffnet, kann ich mir auch schon erste Informationen zu meinem Satellitenbild anschauen. Wie groß ist es, wie viele Pixel hat es, die Auflösung, welchem Referenzsystem liegen die Daten vor und welche Rasterbänder sind verfügbar. Ja, also wer Sentinel kennt, hier haben wir die 10 optischen Kanäle von Blau bis Shortwave Infrared. Und wenn wir die jetzt mal visualisieren wollen, können wir es direkt auf die Zeichenfläche droppen und dann wird ein neuer MapView generiert, wo die Daten angezeigt werden. Da wir mehrere MapViews später haben werden, empfiehlt es sich dann auch, seine MapViews zu benennen. Ich habe jetzt hier ein Sentinel-Bild drin, deswegen nenne ich das auch mal Sentinel 2. So. Wie in QGIS üblich kann man jetzt in diesem MapView seine Daten explorieren, reinzoomen, wie man es kennt. Haben ja auch die üblichen Map-Tools, die man aus QGIS kennt. Ja, native Auflösung einstellen oder den kompletten Extent anwählen. Was wir zusätzlich haben, ist das ist ein Identifier Cursor Map Tool, wo man die aktuell visualisierten Kanäle hier eine Übersicht bekommt, was da für Daten enthalten sind. Ich organisiere das mal kurz um. So, also ich habe hier den roten, den grünen und den blauen Kanal gerade visualisiert und für das selektierte Pixel, wo ich hingeklickt habe, sehe ich dann die Pixelkoordinate und auch die Werte in den Bändern. So, was wir natürlich auch machen können, ist das Layer-Styling verändern. Wie man es kennt, kann ich andere Bandkombinationen auswählen und auch den Datenstretch ändern, wenn ich möchte. So, dass jetzt Spektraldaten sind, wissen wir auch zu jedem Band, welche Wellenlänge dazu gehört. Und da haben wir jetzt hier noch einen neuen Reiter eingefügt, der diese Informationen auch kennt. Also ich habe jetzt so ein paar Shortcut-RGB-Kombinationen, also farbliches Infrarot könnte ich direkt anspringen. Oder andere Settings, diese typische Landsat 453 Kombination. Ja, das ist gerade bei Hyperspektraldaten mit mehreren hundert Bändern sehr umständlich in dem normalen QGIS-Dialog, da in dieser langen Bandliste seine drei Bänder zu finden. So. Schaue ich mal auf meinen Spickzettel, was ich noch zeigen wollte.
So, verschiedene Bandkombinationen haben wir gesehen. Was wir auch noch zusätzlich haben, ist für einen Raster GEDAL-Datensatz können wir hier sehr einfach uns die GEDAL-Metadaten explorieren. Ja, also in dem Fall sieht man hier, das ist ein ENVI, im ENVI-Format vor und da sind dann auch die Wellenlängen hinterlegt. Und wenn es mal sehr viele Metadaten sind, kann man auch hier oben mit dem Filter sehr schön einschränken und genau das finden, was man gerade benötigt. Ja, so ein MapView ist ein ganz normaler QGIS Map Canvas. Da kann man natürlich auch mehrere Layer übereinander legen. Ich öffne jetzt mal noch ein Vector Layer. Ja, die werden dann hier in dem Data Source Panel auch verschieden gruppiert. Also ich sehe alle meine Raster Layer und alle meine Vector Layer in verschiedenen Gruppen. Und das ist ein kleiner Unterschied zu QGIS. In QGIS hat man hier nur seine Layer, sein Layer-Panel, wo alle Layer drin sind. Wir unterscheiden hier nochmal nach Datenquellen, also Data Sources und Data Views. Ja, also ich jetzt hier noch meine Daten raufziehe, dann ordnet sich das in dem gleichen Map-View, der der Vector-Layer noch ein. So, und auch den kann ich dann, wie man es in QGIS gewöhnt ist, noch den Style ändern und zusammen mit den Rasterdaten explorieren. So, was wir auch haben, ist ein Spectral Profile View. Ja, also hier sehe ich dann für die selektierte Pixelkoordinate das spektrale Profil. Standardmäßig wird das Profil gegen die Bandindizes abgetragen, kann man dann aber auch umstellen bei Spektraldaten, dass die gegen Nanometer oder Mikrometer abgetragen werden. Und dann erkennt der Experte auch, sieht man das überhaupt hier mit dem Profil? Ja. Also es ist ein Vegetationsspektrum, dann sehen wir hier den Green Peak und die Red Edge. Wer das jetzt nicht sieht, ist auch nicht schlimm. Wichtig ist nur, wir können für selektierte Profile, wir können die Spektren von selektierten Pixeln anzeigen. So, wir haben natürlich nicht nur ein einzelnes Bild in der Regel, sondern wir wollen verschiedenste Datenquellen gleichzeitig explorieren. Dazu werde ich jetzt mal neben dem Sentinel-Bild auch noch ein simuliertes Nmap-Bild und ein Landsat-Szene darstellen. So, dazu kann ich über diesen Knopf mir hier weitere Map-Views hinzufügen. Die werden dann, die können dann hier systematisch angeordnet werden. So, und das Erste, was ich mache, ich benenne die erstmal um. Also hier soll mein Landsat 8-Bild rein. Hier kommt mein Nmap-Bild rein. Und hier möchte ich noch einen Webmap-Service reinlegen. So, Webmap Services haben wir, was in QGIS bereits gibt, ist XYZ-Tiles mit angebunden. Kann man dann sehr komfortabel einen vordefinierten Webmap Service noch öffnen. So, habe ich jetzt alle in meiner Rasterliste und kann die jetzt den verschiedenen Views per Drag and Drop zuordnen. Also die Landsat-Szene ziehe ich hier rein, die Nmap-Szene und den Webmap-Service. So, was jetzt auffällt, die wissen alle nichts voneinander. Ich
kannst mit denen interagieren, aber das ist noch unkomfortabel. Wir wollen die jetzt natürlich räumlich verknüpfen, dass man sie auch schön gleichzeitig explorieren kann. Und dafür gibt es einen Map-Linking-Dialog. Da kann man einen einzelnen View mit anderen Views beliebig paarweise verknüpfen. Was wir jetzt hier aber machen wollen, ist einfach nur alle miteinander verknüpfen. Da gibt es dann hier den All Canvases-Button. Und dann, egal in welchem ich mich bewege und navigiere, die werden alle aktualisiert und auf den gleichen Extent gebracht. Ich sortiere das mal noch ein bisschen um. So. Ja, also jetzt kann man schon sehr schön mal explorieren und gucken, okay, wie sieht denn hier so ein Agrarfeld in Nmap aus, ja. Oder ein Sportplatz. Nein, das wollte ich nicht. So, und wie man sieht, die Location, die ich in einem dieser Views anklicke, die wird auch aktualisiert in den anderen. Es ist schon mal hilfreich zu sehen, wo kommen die verschiedenen Lokationen in den anderen Bildern zum Liegen. Was wir aber noch schöner fanden, ist, dass man sagen kann, also meine Analyse soll später auf dem Nmap-Bild laufen und jetzt möchte ich mal in den anderen Datenquellen sehen, wo kommt dieses Nmap-Pixel, was ich selektiere, zu liegen. Ja? Jetzt kann man sagen, mein Crosshair möchte ich noch ein Pixel-Grid hinzufügen, und zwar das von dem Nmap-Bild. Ja, dann sehe ich jetzt direkt in dieser Darstellung den Extent von diesem Nmap-Pixel. Kann ich jetzt natürlich für jeden Map-View hinzufügen. Sollte man vielleicht auch für die Zukunft mal einen Shortcut machen, der das für alle gleichzeitig tut. Ist jetzt ein bisschen viel Klickerei sonst. So, aber nachdem ich das gemacht habe, sehe ich jetzt in jedem räumlichen Map-View, wo kommt das selektierte Nmap-Pixel zu liegen. Was man hier auch gleich sieht, die Datenquellen haben verschiedene räumliche Referenzsysteme. Also wenn es mir jetzt nicht gefällt, dass das Sentinel-2 in UTM-32 angezeigt wird, und das Nmap in UTM-33, dann kann ich sagen, ändere das Koordinatensystem auf Zone 33 und dann ist das selektierte Pixel auch wieder schön rechteckig. So, was jetzt auch geht, wenn wir nochmal den Spektralprofil uns angucken, dann wird im Default-Modus immer das Profil gezeigt, worauf ich klicke. Ja, also wenn ich in das Sentinel-2-Bild reinklicke, sehe ich das Sentinel-Profil. Wenn ich ins Nmap klicke, sehe ich das sehr hoch aufgelöste Nmap-Profil. Und oft möchte man aber alles gleichzeitig im gleichen Plot, um mal eine Idee davon zu bekommen, wie verschiedene Sensoren die Oberfläche darstellen. Und dafür gibt es hier ein Panel Spectral Profile Sources. Das muss ich erstmal kurz aufräumen. So. So, und da ist der Default, dass er das Top-Raster nehmen soll für die Darstellung. Ich kann aber sagen explizit, egal in welchen Map-View ich klicke, nimm immer das Nmap-Profil. So, und jetzt werde ich jetzt bekomme ich, egal in welchen View ich reinklicke, immer das Profil vom Nmap. Das ist schon mal schön. Jetzt können wir weitere Quellen hinzufügen. Jetzt kann ich auch sagen, plotte weiterhin auch noch das Landsat und plotte auch das Sentinel-Profil. So, das sieht jetzt erstmal doof aus. Das hat damit zu tun, da wir hier noch gegen die Bandindizes plotten. Wenn ich das wieder auf
X-Achse auf Nanometer umstelle, dann erhalten wir den gewünschten Effekt und können jetzt wirklich für ein selektiertes Pixel sehen, wie die verschiedenen Sensoren das darstellen würden. Bis hierhin erstmal Verständnisfragen oder allgemeine Fragen. Hier vorne? Okay. Also die Frage ging dahingehend, sehe ich da eine Legende, dass ich weiß, welche spektrale Signatur jetzt von welchem Satelliten kommt, unten, genau da. Also man kann auf jeden Fall einzelne, also hier siehst du schon mal sozusagen eine Legende, aber hier im Plot sind es ja alle grün erstmal. Du kannst auf jeden Fall markieren, sowohl in dieser Attributtabelle als auch im Plot. Da würdest du dann schon sehen können, wer es wäre. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube, man kann auch den Layer-Style dann, also du könntest jetzt weitere Attribute hier einfügen, die diese drei Quellen eindeutig unterscheiden. Und dann kannst du den Renderer mit Categorize dann sagen, wer soll wie dargestellt werden. Okay, danke. Hallo, ich wollte fragen, die Pixel liegen ja jetzt nicht direkt übereinander bei den einzelnen Satelliten. Das heißt, man hätte ja quasi Mischpixel dann, je nachdem, welche man nehmen würde. Oder also vom Nmap, das ist jetzt quasi der reine Pixel, aber bei den anderen wären es Mischpixel. Ja. Ja, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, die über, also... Ja, ich hab Frage verstanden. Okay. Also aktuell ist es so, wenn du in eine Map-View klickst, dann selektierst du ja eine Subpixel-Koordinate. Und alle Quellen, die wir hier hinzugefügt haben, die gucken, wo landet diese Subpixel-Koordinate, auf welchem Pixel. Also aktuell zeigt dieser Plot einen 30 Meter Nmap-Pixel und einen 10 Meter Sentinel-2-Pixel. Also die haben verschiedene Auflösungen, diese Profile hier. Und was wir jetzt in Zukunft noch einbauen wollen, ist eine Funktion, dass ich, wie man es hier mit diesen Boxen sieht, dass man sagen kann, sample mir aus der Sentinel-Szene alle Profile raus, wo das Nmap-Pixel drauf liegt, und aggregiere die dann zusammen, Mittelwert zum Beispiel. Das haben wir noch nicht drin. Das Einzige, was wir aktuell drin haben, dass man sagen kann, aggregiere eine 3x3 oder eine 5x5 Nachbarschaft. Aber das ist noch nicht genau das, was man haben will. Ne? Also hier würde ich haben wollen, in diesem Sentinel-Bild möchte ich dieses Nmap-Pixel gewichteten Mittelwert bilden, und die Gewichte sollen exakt diese Anteile, wie das Sentinel-Pixel überlagert wird, sein. Das wäre so der nächste Schritt. Und der übernächste Schritt ist, dass man nicht nur so Pixel-Grids hat, sondern dass man beliebige Geometrien als Aggregationskernel auswählen kann. Also dass ich auch sagen kann, sample mir bitte 100 Meter Buffer. Wenn ich jetzt so ein Ökologe bin, der Vögel zählt, dann macht er das üblicherweise, stellt sich irgendwo auf eine Position und im 100-Meter-Radius guckt er, was kommt hier alles vor, und das schreibt er dann auf. Und wenn er jetzt ein Modell machen will, sage mir Vögel Lokation vorher auf Grundlage von Hyperspektraldaten, dann würde ich ein Modell lernen aus diesen Vogelzählungen und Hyperspektraldaten und würde da in diesem 100-Meter-Buffer meine Hyperspektraldaten irgendwie aggregieren oder Merkmale extrahieren dafür. Und da wäre das dann hilfreich. Okay, mache ich erstmal weiter. So. Ja, dieser Spectral View, der ist jetzt auch nicht nur dazu da, die aktuell selektierten Profile zu visualisieren, sondern den möchte ich auch nutzen, um eine Spektralbibliothek aufzubauen. Ja? Also aus einem Bild beliebig viele Profile einsammeln
und dann vielleicht noch Attribute ranschreiben. Dafür schließe ich mal, ich muss sie nicht schließen, ich kann die auch hier in dem Data Views Panel meine Views, die ich gerade nicht brauche, abwählen. Ja, dann bleibt nur noch der Webmap Service und das Nmap Bild offen. So, und jetzt möchte ich mal verschiedene Flächen Profile sammeln, also hier von dieser Dachfläche möchte ich ein Profil sammeln. Dafür muss ich hier unten auch sagen, dass es bitte nur noch Nmap-Profile sein sollen. So, wenn mir das Profil gefällt, kann ich hier auf diesen Plus-Button drücken und dann habe ich das Profil eingesammelt. Kann ich an eine andere Position gehen. Ja, das Feld möchte ich auch haben. Nehme ich auch noch mit. Und so kann ich mir nach und nach meine Spektralbibliothek aufbauen. Die reinen Profile sind natürlich erstmal nicht so vielsagend. Man würde jetzt üblicherweise noch diese Attributtabelle gleichzeitig befüllen. Ja, also wenn ich zum Beispiel eine Klassifikation machen möchte mit diesen Daten, dann würde ich mir ein neues Feld für Class-IDs anlegen. Hier ist gerade ein kleiner Fehler. Diese ganzen Attribute, die gerade aufgepoppt sind, die sollten eigentlich versteckt sein. So, was ich jetzt machen könnte, ich kann sagen, dieses Profil, das war doch ein Wald und Wald möchte ich mit Klasse 1 klassifizieren und das hier war doch eine Wiese, da mache ich eine Label 2 und das war wieder ein Wald, mache ich Label 1 und das war urban, das mache ich eine 3 und so weiter. Ja, wenn ich das gemacht habe, dann habe ich zu jedem Profil weiß ich, zu welcher Landbedeckungsklasse es gehört und dann kann ich einen Machine Learner damit trainieren. Einen Random Forest oder eine Support Vector Maschine oder irgendwas anderes. So, da das jetzt sehr aufwendig wäre, einen sinnvollen Datensatz hier in der Live-Demo zusammenzubauen, würde ich darauf mal verzichten und einen bestehenden Datensatz laden. So, also was wir jetzt hier sehen, ist ein Punkt-Shape-File und die verschiedenen Farben sind verschiedene Landbedeckungsklassen. Ich kann hier auch mal die Legende aufklappen. Also wir haben Versiegelung, also Gebäude und Straßen, niedrige Vegetation, also Wiesen, Gräser, Bäume, Boden und Wasser. Und für diese fünf Landbedeckungsklassen möchte ich jetzt mal einen Klassifikator trainieren, der gegeben ein Hyperspektralbild mir eine Landbedeckungskarte generiert. Das könnte man jetzt mit den Processing Algorithms tun oder wie ich ja auch gezeigt habe, gibt es dafür eine interaktive Qt-Applikation, wo das ein bisschen komfortabler geht. Also hier könnte ich jetzt einfach sagen, meine Merkmale, mein Feature Space wird durch das Nmap-Bild definiert und meine Referenzdaten kommen aus dem Punkt-Shape-File. Und in dem Fall habe ich zwei verschiedene Klassifikationsschemata. Das Level 2 ist das, was wir hier gesehen haben mit den fünf Klassen. Das würde ich jetzt hier mal auswählen. Jetzt wird auch direkt geschaut, wie viele Punkte sind verfügbar pro Klasse. Ich weiß nicht, ob man das lesen kann im hinteren Bereich. Also hier hat man die Namen und hier sieht man, wie viele Punkte gibt es für diese Klasse. Ja, also die Versiegelungsklasse hat jetzt 19 Beispiele in diesem Datensatz. Könnte ich jetzt hier auch direkt sagen, mach mal ein Subsample von nur 70%.
dann würde er zufällig aus den bestehenden Daten welche auswählen. So, dann haben wir hier eine vorgegebene Liste an Klassifikatoren, die ich benutzen könnte, also zum Beispiel Random Forest oder Support Vector Maschine oder eine Gaussian Process Classifier. Ich nehme jetzt mal den Random Forest, der ist, denke ich mal, am bekanntesten. Hier haben wir es sehr generisch gehalten. Hier kann ich wirklich Python-Code hinschreiben, der die hinterliegende API direkt benutzt. Hier gibt es natürlich sinnvolle Default-Werte, aber wenn ich mich mit der Random Forest-Klasse auskenne, dann könnte ich jetzt hier noch beliebige Argumente hinzufügen. Also wir benutzen im Hintergrund scikit-learn, das ist ein relativ populäres Machine-Learning-Paket in Python und es hat Dutzende Machine-Learner und die wir aktuell gebraucht haben, die haben wir angebunden. Wenn ihr irgendwie Wünsche habt, ich brauche diesen Machine-Learner noch, dann können wir den auch relativ einfach noch mit anbinden. So, dann wird ein Modell trainiert und das Modell könnte ich auch erstmal auf Platte abspeichern, um es später zu benutzen. Oder ich möchte einfach jetzt bloß das trainierte Modell wieder auf ein neues Bild anwenden. Ja, in dem Fall habe ich jetzt nur das gleiche Hyperspektralbild. Ich könnte aber auch ein anderes nehmen. Und das Modell wird dann auf dieses Bild angewendet und die Ergebnisklassifikation kann ich mir dann rausschreiben. Wenn der Klassifikator auch Probability Output hat, dann könnte ich mir auch noch ein Bild mit den Class Probabilities erzeugen. So, dann abschicken. Und fertig. So, mache ich mir mal zwei neue Map-Views, wo ich die Klassifikation, ja, die ist dann hier oben drin gelandet, in mein, wird dann gleich geöffnet, das Ergebnis. Klassifikation und die Klassen-Probabilities. So. Also bei den Klassen-Probabilities, da habe ich jetzt für jede Klasse ein Rasterband mit den Probabilities dieser Klasse. Und ich möchte jetzt mal eine RGB-Darstellung machen mit Versiegelungsflächen in Rot, Bäume in Grün und Blau ist natürlich Wasser. So. Die werde ich jetzt noch mal räumlich wieder verlinken. Und dann können wir mal ein bisschen explorieren, ob das halbwegs Sinn macht. Ja, also hier ist so eine Wasserfläche. Ups. Eine Wasserfläche in meiner Klassifikation wird auch Wasser vorhergesagt und in den Probabilities sieht es auch sehr blau aus, also die Klasse Wasser hat hier eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ich kann ja auch mal noch den Cursor Value Location anmachen für diese Klasse. Wenn ich ihn jetzt finde, hier. So, also dieses Pixel hat jetzt eine Wahrscheinlichkeit von 97% für Wasser und 3% für Baum. Wenn ich jetzt mal auf so eine Waldfläche rübergehe, dann ändert sich das. Dann haben wir 95% Baum, 3% Wasser. Ja, wenn wir mal ein bisschen rauszoomen, sieht das schon ganz sinnvoll aus. Also die Waldbereiche sind hier auch grün. Wenn ich hier in die Stadt rübergehe, habe ich viel Rot. An den großen Straßen kommt dann auch mal die Bäume durch. Da muss man natürlich mal schauen, ob das wirklich korrekt ist oder ob da Zuweisungsfehler stattgefunden haben. Aber so grundsätzlich scheint es funktioniert zu haben. Ja, zu dieser Sache Fragen? Es
Sie haben ja jetzt die Trainingsdaten pixelweise trainiert. Gibt es auch die Möglichkeit, vordefinierte Geometrien einzulesen? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, kann man auch mehrere Zeitpunkte zur Klassifikation nehmen, also zu den Hauptvegetationszeiten? Genau, also das Beispiel war jetzt mit Punktdaten. Ich denke mal, die Frage zielt jetzt auf Polygone ab. Geht auch, kann man auch in dieser Applikation auswählen. Aktuell ist es aber so, dass dann diese Polygone einfach aufgerastert werden und er nimmt jedes Pixel unter dem Polygon. Das wäre eine Art, wie man es machen könnte. Eine andere Art wäre, dass man sagt, pro Polygon möchte ich die Feature, die da drunter, die Pixel, die da drunter liegen, aggregieren, Mittelwert. Das wäre so ein anderer Use Case. Den haben wir noch nicht implementiert, aber ist schon auf unserer Liste. Und die andere Frage war mit mehreren Zeitpunkten. Also hier in der grafischen Anwendung wird ja davon ausgegangen, dass alle Daten in einem Raster sind und alle Informationen in einem Referenzlayer. Und bei mehreren Zeitpunkten hätte ich ja mehrere Raster. Ne? Also in der GUI geht es nicht. Ja, ein Stack von einer Zeitreihe. Ne? Also wir haben noch keine Applikation dafür. Auf API-Ebene kann man das natürlich machen. Da würde man ein Sample ziehen aus den verschiedenen Rastern und dieses gesamte Sample dann zum Trainieren benutzen. Ist ein schöner Use Case. Könnte man mal überlegen, wie man den für die GUI designt. Gerade wenn der Zeitaspekt hinzukommt, kann man in verschiedenste Richtungen denken und dann ist immer schwierig, so ein mit einem Design zu kommen, was dann die Leute auch noch verstehen oder die deren Use Cases dann abdeckt. Aber die Idee finde ich gut, haben wir auch schon gedacht. Da war noch eine Frage, glaube ich. Okay. Ja, generell der Zeitaspekt, der ist noch nicht wirklich in dieser Software enthalten, weil auch der Fokus eher spektral ist und nicht temporal. Also Zeit finde ich schwierig, weil gerade bei Satellitendaten haben wir ja mittlerweile diese offenen Archive mit Daten bis 1985 zurück. Das sind ja tausende Observationen. Und also ich verarbeite die üblicherweise nicht mehr in einer GUI. Die würde ich dann in einem Skript üblicherweise machen. Also dafür irgendwie eine schöne GUI hinzubekommen, das wäre schon gut. Ich denke mal, sobald der Nmap dann fliegt und wirklich Daten liefert in der Zeit, werden wir auch in die Richtung ein bisschen mehr denken. So, wir haben jetzt noch 20 Minuten. Ich schaue mal, ob ich noch was vorgesehen hatte. Eine Sache habe ich vergessen, die ist vielleicht noch ganz nett. So, ich baue mir mal jetzt noch eine kurz eine Spektraldatenbank. Es gibt ja auch die Möglichkeit, automatisch Profile hinzuzufügen bei jedem Klick. So, und was man jetzt was man machen kann, ist eine Spektralbibliothek
Wenn die Spektren aus einem Bild selektiert wurden, dann habe ich ja auch noch die Geoinformation dazu. Und man kann jetzt sagen, füge die Spektralbibliothek wieder als Punktlayer zu einem MapView hinzu. Und dann würde ich sehen, wo diese Profile, die ich gesammelt habe, verortet sind. So, das habe ich gerade gemacht. Ich stelle mal die Trainingspunkte nochmal aus. So, alles, was jetzt hier grün ist, die grünen Punkte, das sind die, die ich hier gesammelt habe. Man sieht ja auch, wenn ich ein Profil selektiere, wird es hier gelb markiert in dem View. Also ich kann da dann wieder hin zurückkommen. Ich kann auch, wenn ich dann hier noch Attribute habe, kann ich hier mein Layer-Styling verändern, ein bestimmtes Attribut auswählen. Und dann sieht man hier, sind jetzt die Lokationen auch entsprechend des Renderers in dem MapView eingefärbt. Das fanden wir auch sehr hilfreich, dass man diese Spektralbibliothek, die üblicherweise dann keinen Raumbezug mehr hat, doch nochmal zurücklinken kann in den Raum. Man kann aber hier auch in der Spektralbibliothek andere Laborspektren oder Feldspektren, die vielleicht keinen Raumbezug haben, einfügen und zusammen verarbeiten. Okay, dann sage ich vielleicht nochmal was, wo man uns im Web finden kann. Also wir haben eine Dokumentation auf Read the Docs stehen und der Source Code ist auch offen unter Bitbucket. Wer sich beteiligen will, Algorithmen oder andere Funktionalitäten hat, wo er denkt, es macht Sinn, in so einer Software sich mit einzuhängen, kann sich gerne bei uns melden. Also in dem Nmap-Projekt gibt es auch noch externe geförderte Gruppen, die auch Applikationen für die Nmap-Box liefern. Da kann ich vielleicht mal eins zeigen, was ich besonders hübsch finde. Das ist von der LMU München. Die haben eine interaktive Visualisierung von Strahlungstransfermodellen für Reflexionsoberflächen. Ja, ich weiß nicht, wer das kennt von euch. Also es gibt Strahlungstransfermodelle, da kann ich Pflanzenparameter setzen. Und das Modell modelliert mir das resultierende Spektralprofil. Ja, also gerade in der Lehre ist es sehr schön, den Studenten beizubringen, was passiert eigentlich, wenn Carotinoide abnehmen, na, welcher Bereich im Spektrum ändert dann seine Sensitivität. Ja, wenn ihr ähnlich nette Tools habt, könnt ihr gerne Bescheid sagen, dann integrieren wir euch und dann müsst ihr auch nicht irgendwie eigene QGIS-Plugins erstmal aufsetzen, sondern würden wir dann mit ausliefern. Das ja, damit hätte ich jetzt erstmal alles gezeigt, was ich zeigen wollte. Wenn ihr noch was sehen wollt, mache ich gerne noch ein bisschen weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Andreas Rabe, für diese sehr schöne Vorstellung. Ich werde das Tool auf jeden Fall auch ausprobieren demnächst. Es gab schon einige Fragen. Gibt es noch welche? Eine ganz allgemeine Frage. In was für Formaten werden denn die Modelle gespeichert? Und wie ist das mit der langfristigen Kompatibilität mit QGIS? Einfach mal so. Also zum Beispiel die Modelle, in was für einem Format liegen die vor? Die Machine Learning Modelle? Ja. Oder auch die Klassifikationen, die ich mir alle rausspeichern kann. Also die Karten? Nee, nicht die Karten. Die Bilddaten oder? Also ich kann jetzt zum Beispiel Klassifikationen generieren und die mir rausspeichern. Und die Frage ist, in was für einem Format habe ich die? Und wenn ich die aufbewahre, kann ich die auch langfristig noch weiterverwenden? Also du meinst jetzt die Karte, die... Nicht die Karte, das Modell selbst. Also der Random Forest?
Zum Beispiel, wenn ich mir jetzt so ein Referenzmodell ausgerechnet habe, was ich später wieder anwenden möchte. Ja, okay. Genau. Also intern sind es Scikit-Learn-Objekte, die nochmal gewrappt sind, also es ist eine eigene Klasse von uns. Und um die Persistent auf Platte abzulegen, um später benutzen zu können, werden die einfach bloß gepickelt, also Python-Pickel. Ne, einfach bloß das Objekt auf Platte und man kann es dann später wieder einladen. Da kann sich natürlich über verschiedene Versionen was ändern und irgendwann wirst du dieses Pickle-File dann nicht mehr von vor 10 Jahren öffnen können. Da bin ich mir relativ sicher, dass das nichts für die Ewigkeit ist. Aber die Karten, die dann rauskommen, sind natürlich ganz normale Rasterdaten, TIFFs oder ENVI-Format. Da müsste man im Zweifel nochmal das Modell nachtrainieren. Oder sich die Ausgangsdaten zumindest irgendwo ablegen in einem Format, was weiterhin lesbar ist. Ja, da gibt es aber auch irgendwie noch keinen Standard, weil so ein Scikit-Learn-Estimator, das kann ja irgendwas sein. Die sehen ja alle anders aus. Ja. Gibt es noch weitere Fragen? Vielen Dank für den Vortrag erstmal. Meine Frage wäre, das war jetzt alles also hyperspektrale Daten, Nmap, die es ja aber noch gar nicht gibt. Funktioniert das dann auch so gut jetzt für Landsatz, weil es ja nicht ganz so viele Bänder sind? Und zweitens, wann ist denn mit diesen Nmap-Daten zu rechnen? Vielleicht hast du es doch schon gesagt, aber ich habe es nicht mitbekommen. Mit den Landsatz-Daten bezog sich jetzt auf die Klassifikation? Genau, auf die Klassifikation. Ja, wollen wir machen? Können wir ja. Warum nicht? Also Landsat. So, das sind jetzt hier die Landsat-Daten. Da liegen die Trainingsdaten ja auch gut drüber und wir haben keine größeren Wolken. Das wollte ich jetzt bloß mal checken, nicht, dass wir hier Wolken trainieren. Also Classification. Wir nehmen das Landsat-Bild und den Punktlayer. Jetzt brauchen wir ein bisschen länger, um die Punkte auf dem Raster zu verorten, weil die Szene einfach größer ist. So. Nenne ich das mal Klassifikation 2. Da hätte ich jetzt zum Testen mal nicht 100 Bäume nehmen sollen, sondern nur 10. Dann wäre es jetzt 10-mal schneller. Aber ich hoffe mal, er wird noch fertig. Was man hier auch gerade sieht, es gibt jetzt keinen Cancel-Button, der muss noch rein. Wenn ich blöderweise so einen langen Prozess hier abschicke und ich will das nicht mehr, dann muss ich die ganze Applikation killen. Aber vielleicht hast du noch eine andere Frage zwischendurch. Ja, also 8000x8000 Pixel. Und der läuft die jetzt auch blockweise ab, in relativ kleinen Blöcken. Da müsste man irgendwo ein Setting haben, wo man sagt, lad mal die ganze Szene als Ganzes rein. Sonst hat man auch ein bisschen viel I/O-Overhead. Und diese, also die Nmap-Daten, vielleicht hast du am Anfang schon was dazu gesagt, aber der ist noch nicht gestartet, der Satellit. Und wann ist mit den ersten Ergebnissen zu rechnen und sind die dann auch frei verfügbar, so wie Landsat? Oder? Okay. Also sind definitiv frei verfügbar. Ich glaube, Ende 2020 ist jetzt aktuell
Vielleicht ist aber auch schon Anfang 21. Aber nicht mehr so lange hin. Eine kleine Anregung hätte ich noch. Wenn man sich verklickt, dann springt die Ansicht ja plötzlich weg. Vielleicht könnte man so einen Knopf einbauen, zurück zum vorherigen Extend, dass man, wenn man ein bisschen rumgeschoben hat, wieder dahin zurückfindet, wo... Ja, ja, habe ich hier beim Üben auch, ist mir auch aufgefallen. Das stört ein bisschen. Ja. Also, dass er den Scale und das Center von den Views sich merkt und die dann wieder setzt. Ne? Ja. Kannst du kurz mal... Genau, schreib erstmal auf. Ja. Kannst du kurz nochmal sagen, wie ihr das entwickelt? Also gibt es da irgendwie ein Funding irgendwo her oder ist das wirklich ein Open-Source-Projekt? Also wie funktioniert das mit der Community? Genau, also ich ganz am Anfang eine Folie. Also wir sind Teil des Nmap-Projekts. Das ist ein größerer Projektverbund. Da ist das DLR dabei und HBO in München, die den Satelliten bauen. Und wir sind jetzt ein Teil davon, der diese Software-Implementierung macht. Und wir haben jetzt aktuell Funding bis Ende 2022. Und gestartet ist es aber schon 2010. Die ersten Entwicklungen, die waren noch in IDL und Envy. Und vor 3 Jahren haben wir dann den Schritt zu QGIS und Python gemacht. Und ab 2019 hatten wir dann die erste offizielle Version im QGIS-Repository. Also Open Source, ja, wir kriegen aber auch Geld. Und gibt es da schon Bestrebungen, dass das dann fortgesetzt wird ab 2022? Gehe ich fast von aus. Also ist ja auch schon Nmap 2 im Gespräch und ich denke mal, wir werden dann für die Pflege der Software auch weiterhin Support kriegen. Vielleicht nicht in dem Umfang, also aktuell haben wir 1,5 Stellen plus Hiwi. Ob das dann in dem Umfang bleibt, aber zumindest, dass es nicht irgendwie nach 2 Jahren outdated ist und man kann es nicht mehr benutzen. Das ist ja immer so die Gefahr. Oder ich muss dann am Wochenende machen. Vielleicht mal aus Interesse von meiner Seite, wer arbeitet denn mit optischen Satellitendaten? Ja, okay, cool. Und hyperspektral? Einer? Ah ja, okay. Ihr würdet gern, okay. Und wer benutzt noch Envy? Echt nicht? Ah, okay, cool. Also das ist so ein Punkt, bei uns in der Abteilung sind noch ein paar Kollegen, die immer noch Envy und Envy Classic dann aufmachen, weil sie das so groß geworden sind. Und ich frage dann immer, okay, welche Funktionalität fehlt dir denn jetzt gerade, warum du noch Envy aufmachst? Und die bauen wir dann nach. Das ist so. Man sieht ja hier jetzt mit diesem Nmap, dass die Auflösung 30 mal 30 Meter ist. Schön wäre, wenn man da irgendwie auf einen Meter runterkäme. Damit könnte man wirklich bessere Auswertungen machen, zum Beispiel Felder in der Landwirtschaft und so weiter. 30 mal 30 Meter, ja, das in einer Hektare haben 9 Pixel Platz. Also da kann man nicht so was wahnsinnig Großes machen. Also es wäre, wie sieht das aus in der Entwicklung? Weiß man da irgendetwas? Also bei Satellitensystemen ist, glaube ich, 30 Meter aktuell das, was geht. Vielleicht kommt man noch auf 20 Meter, aber irgendwann ist ja da auch Schluss, weil bei Hyperspektral, die musst du ja genug Photonen einsammeln, um diese dünnen Spektralbänder darstellen zu können. Also wenn ich panchromatisch gehe, kann ich natürlich im Zentimeterbereich machen. Aber bei Hyperspektral ist nach meinem Wissen, also in Richtung 1 Meter lange noch nicht. Also dann, das sind dann Überfliegungen mit Flugzeug. Da ja, da das geht. Und diese Daten können wir ja auch verarbeiten.
Er ist fertig geworden. So, das kann Landsat. Also Wasser sieht ganz nett aus. Die großen Vegetationsflächen kommen auch durch. Die Stadt ist auch wieder rot. Also so ungefähr hat er was Sinnvolles gemacht. Das sind jetzt auch nur 100 Trainingspunkte. Ist natürlich keine Karte, die man jetzt hier publizieren würde. Aber prinzipiell mit Landsat geht schon was. Also 6 Kanäle, schon gut. Ja, das ist auch ein sehr schöner Abschluss, dass du jetzt das Ergebnis noch zeigen konntest. Andreas, vielen Dank nochmal für diesen sehr schönen Vortrag, für diese Demo-Session. Nochmal einen Applaus an dich. Applaus